Ich grüße euch, ich grüße euch. Ich habe ein bisschen Zeit, es ist Weihnachten 2019 und viel los, viel los. Dennoch möchte ich mich bedanken bei allen Kunden, die hier waren und wo man wirklich viel Spaß hatte. Ich hatte heute auch viel Spaß, aber leider nicht mit Cobra 11. Mit Cobra 11 habe ich immer Spaß, da komme ich auch gleich zu. Nee, natürlich Star Wars. Ist klar, Star Wars heute waren, ist klar, die Figuren sind wieder weg. Die haben ja bei der letzten, habe ich ja gezeigt und dann haben die ja gesehen, dass ich die Figuren da habe. Und somit sind die weg und sind auch wirklich gelungen, sahen auch wirklich gut aus. Ich habe sie jetzt nochmal nachbestellt, damit ich sie halt nochmal habe. Ich habe mich also auch schon erschrocken, dass Figuren 24,95, 26,95 jetzt plötzlich 89,99 Euro kosten. Ist schon etwas krass, etwas sehr krass. Jetzt weiß ich auch, warum manche Lieferungen einfach nicht erscheinen. Die verschwinden dann und so weiter, weil man mir diese Figur dann halt für 24,95 nicht verkaufen möchte, sondern auch von mir diese 99,95 haben möchte für eine 6-Inch-Figur. Wie gesagt, ich habe sie für gutes Geld, also weniger Geld, ich nehme ja nicht so viel, gegeben, die strahlenden Augen. Wir haben schließlich Weihnachten, dafür ist es ja auch gedacht. Und vorhin mit einem 15-Jährigen wirklich richtig schön philosophiert, wie in alten Zeiten. Das hat so Spaß gemacht. Wir haben nichts über Spoiler, uns war das egal. Ich habe natürlich vorsichtig gesprochen, um ihnen die Fantasie nicht zu nehmen, weil wir sind ja heute in, deswegen mache ich dieses Video, in 8 Tagen, meine lieben Freunde, können wir Star Wars sehen. 9 und wie gesagt, wir haben philosophiert. Ich habe auch die Figuren schon aus 9 hier stehen. Und dann fragt man sich, warum sieht die so aus? Ja, sage ich, wart's ab, warum die so aussieht, ist halt so, dass da und so. Man kriegt ja viele Informationen, man hat ja auch viele Informationen. Wir haben wirklich philosophiert, das hat so viel Spaß gemacht. Ich möchte mich auf diesem Wege bei ihm nochmal bedanken. Er schaut ja auch meine Videoclips und deswegen kommen die ja auch. Und wegen meinen Videoclips kommen sie mal hier rein. Vergessen zwar, da ein Like zu machen, weil ich gar nicht so ein Typ bin. Man fängt an zu liken, zeigt, dass er es mögt. Von mir aus abonniert mich auch, warum auch nicht. Ich bin jetzt nicht so angesagt durch mein Alter, aber ihr wisst, dass wir das hier machen ohne laufende Kamera. Dass wir, wie gesagt, das Winterliche, das Star Wars und Cobra 11, da komme ich jetzt gleich zu, aufgebaut haben und auch dazu stehen. So, als Admin. Cobra 11 macht unheimlich viel Spaß, gestern noch mal zu sehen, Erdogan, wie er seine Sachen hier angeboten hat, konntet ihr um die 15% günstiger bekommen. Ich habe natürlich meine Sachen da hinten schon liegen, ich brauche die halt in dieser Farbe, damit ich da auch im Green Room arbeiten kann, ansonsten müsste ich den umbauen. Im Blue Room oder White Room geht mittlerweile auch, dass ich dann halt so auch zu sehen bin, weil das T-Shirt ist einfach nur Wahnsinn. Das ist, ach herrlich, ich trage es unheimlich gern, okay, wegen der Witterung, weil es ein Longarm-Shirt hat, also lange Arme und ist, ach, ist wollig warm. Gut, ich trage hier noch den Rolli drunter, ist klar. Also wie gesagt, warum ist man ein Fan, ich verdeutsche das jetzt mal, warum ist man ein Freund von einer Serie bei RTL, die ständig unterbrochen wird durch Werbung? Wie ist man überhaupt, oder warum mag man Erdogan, warum mag man die überhaupt, alle, die da irgendwie aufgelaufen sind, sogar Oliver Pocher hat man gern gesehen und vor allen Dingen Prashant hat man in der ganzen Folge gesehen. Ich schaue sie mir ja wie gesagt alle an und alle, die mal hier waren, die besorge ich mir ja auch. Ralf Möller ist momentan auch hier, aber nicht hier, sondern er ist aber hier in der Gegend unterwegs bei seinen Eltern. Hier, wie gesagt, hier sind so viele, wie gesagt, Pro7 war hier. Ich habe ja gerade wieder mit RTL 2 krass Schule unterhalten. Da haben wir uns halt über Uhren unterhalten. Ich trage ja gerne hier die Samsung-Uhr, die spitze ist. Forget it. Also wer eine Samsung-Uhr trägt, weiß, was man damit alles machen kann. Wie gesagt, ich schaue mir das gerade an. Ich bedanke mich total recht jetzt bei Anita, bei Maya. Es macht so viel Spaß, mit euch sich zu unterhalten, zu philosophieren, sich diese tollen Sachen da anzuschauen. Ich meine, bei dem Crash, den wir jetzt hier gerade sehen, werden die beiden wohl nicht oder hätten da nicht überlebt, aber ist Kindtop, ist Film, das sind richtig, die können ruhig hinfallen, die stehen auch wieder auf, ob Erdogan oder sonst einer.
Die kommen auch zwischendurch wieder, auch wenn sie zigmal weggemacht wurden. Ne, also ist schon eine wunderbare Serie. Und wenn man so die Interviews hört mit Erdogan, wenn er so spricht, dass er die Serie mag, weil das ja halt nicht echt ist und weil das halt Kino ist, weil das, also Fernsehkino auf Deutsch gesagt. Wie gesagt, man hätte vieles machen können. Das, was man jetzt da sieht, jetzt auch wieder so eine Hammer-Szene. Ich meine, die Verletzungen, die da wären, sind ja, vieles wird ja im Green Room gemacht, dann wird das da eingeblendet, die rennen da los, wissen gar nicht, warum sie rennen. Und nachher werden sie dann da eingebaut in dieser Explosion, weil regulär bei so einer Explosion, wissen wir alle, hätten wir Blessuren. Ja, bin auch heute ein bisschen traurig, weil ich auch heute wieder gehört habe, dass sich einige gute Kunden, verdammt gute Kunden, mit denen ich unheimlich gern mich unterhalten habe, verstorben. Ja, ist halt so. Und durch einen schweren Unfall ist dann wieder so, wenn man in einem gewissen Alter irgendwie fällt, der hat unheimlich viel Sport getrieben, war auch ein ganz hochrangiger Herr, Beamter und alles, und hat Tennis gespielt und hat darüber philosophiert. Und wie er da so leicht krank war, habe ich ihn halt als Gast gehabt, musste dann immer seine Diagnosen hier kopieren und so weiter. Und jetzt ist er leider verstorben, ist also heute beerdigt worden. Und deswegen mache ich das Video nicht, um Gottes Willen. Also wie gesagt, ich mache das Video durch die besinnliche Zeit. Ist viel los bei uns in der Innenstadt. War richtig was los. War schon Cobra 11 live. Über 39 Personen haben sich da auf die Zwiebel gegeben. Da, die sind dann versucht und was weiß ich, stand auch in der BAZ. Konnte nachlesen, der Stadt erstmal richtig, na, Aligalli da, die haben sich da richtig geprügelt. Eine Massenprügelei. Das passiert öfters. Und wie gesagt, passt auf die Weihnachtsmärkte auf und passt überhaupt auf euch auf. Es ist halt eine schattige Zeit, eine kühle Zeit, an sich eine besinnliche Zeit. Wieso komme ich jetzt auf dieses Video, weil ich unterbrechen muss? Hallöchen! Hallo! Machen wir! Die wunderbare Mischung der Kunden aus allen Herrgottsländern. Ich habe ja viele mehrsprachig. Ja, merkt ihr, ich muss daran. So, noch einmal danke, 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 dass das Jahr geht jetzt zu Ende. Es sind noch fröhliche 18 Tage, das ist das komplette Jahr zu Ende. Ich freue mich jetzt, in 8 Tagen freue ich mich auf Star Wars. Ich werde mir das wieder genüsslich anschauen. Wie gesagt, ich habe gerade wunderbar philosophieren dürfen mit einem 15-Jährigen, auch über Raven, weil die Leute wissen halt, wie man sowas sieht, ist halt so. Warum ich jetzt dieses Video gemacht habe, ist, ich frage allen Schauspielern durch Zufall, wenn Nils es sehen sollte, wenn Erdogan es sehen sollte, warum macht ihr eigentlich nicht so Making-of, dass man wirklich dabei ist, dass man sich das zusammenschneiden oder nicht das Making-of jetzt bei TV Now, wo einmal die Amerikanerin da über Star Wars, 11 philosophiert hat und auch die anderen Serien, worüber gezeigt wurde, was ihr da so gedreht seid, sondern wie ihr jetzt auch, das fand ich super toll, das möchte ich mich für bedanken, dass ihr das gemacht habt. Auch bei Pia möchte ich mich bedanken, dass sie das gemacht hat, aufgezeichnet, gezeigt. Okay, als Filmautor und als Film, als beruflich involvierter Filmautor und selber Filmemacher, besonders jetzt Web-TV mit Sir Berners-Lee 1989, For the Web, fing alles so an. Und 95 nach dem Cebit wollten wir alle Web-TV haben. Ist egal, hat nicht geklappt. Vieles wurde uns weggenommen, UPROM-TV wurde uns weggenommen und 7Load und wie alles so geheißen hat. Egal, ist halt so. Wir kommen gegen die Großen leider nicht an. Amazon, Google, Facebook, ja, und Sony Entertainment sowieso nicht. Ja, also klar, also ich bleibe weiterhin ein klitzeklein, ihr müsst mich nicht kennen, um Gottes Willen. Meine Kunden kennen mich und wie gesagt, gestern war auch Kirschli da. Und ja, okay. Also es ist eine Spezialuhr, wie gesagt, kennt ihr ja. Übermittle ich dann und dann kann ich mir das aus. Phone anschauen, sondern ach so, ja, Maya, ich kümmere mich drum, Dell, ja, habe ich auch, warte, habe ich auch,
Wie erkläre ich dir das jetzt? Maja, wenn du dieses schauen solltest, sollte es normal passieren. Das passiert leider bei Dell. Das habe ich auch. Wie gesagt, hochfahren und die Taste 12 drücken. Also hochfahren. Taste 12 drücken. Festhalten. Dann Lauf. Werk 0 suchen und öffnen. Hoffentlich versteht sie das. Ansonsten, also noch einmal, kann ich auch so auch einen Videoclip machen, das ist kein Thema, ich auch so ein Dell hier. So ganz sehr teuer. Hallo! Ja, ist okay, in Ordnung. Also wie gesagt, ich habe auch so einen teuren Dell hier, der macht das genauso. Der hat also auch so einen, kann ich euch irgendwann mal so ein Video machen. Dann seht ihr das. Also bitte Taste 12 drücken, festhalten, nicht loslassen und dann das Laufwerk aussuchen, dann geht das wieder. Okay, ich hoffe, konnte ich euch rüberbringen hier. Jetzt habe ich Kundschaft, das mache ich aus. Okay. So, jetzt habe ich Zeit, jetzt ist es Feierabend, nach 17:30 schließen die Tore. Und ich kann halt in die Kamera kurz hineinsprechen. Also als Admin bin ich natürlich nur der, der im Hintergrund und liest und veröffentlicht und bearbeitet. Da sind wir also auch schon beim Thema bearbeiten. Ich mache das hinweg. Ich bearbeite ja jeden Tag. Auch das bleibt für die Kunden. Ihr seht es jetzt nicht. Nein, gut. Weil das ist wie gesagt für Kunden und Kunden bleiben hier außen vor. So, zack, weg. Dann wird das auch alles gelöscht, sehe ich gerade, einen Blick. Ja, das muss alles weg, weil alles, was die Kunden, wird gelöscht. Das seht ihr dann jetzt auch. Ich meine, ihr seht nichts, aus Sicherheitsgründen seht ihr nichts. Krass, Schule und so. Zwar. Wie gesagt, hier wird immer alles gelöscht, auch das. So, sobald dieser Rechner auch kommt, also leer ist, dann kann ich also auch wieder Live-Videos machen. Im Moment, wie gesagt, da habe ich ja ein bisschen mit dem Phone das gemacht, aber das Phone ist auch gerade leer, wird auch gerade mit Energie gespeist. So, also als Admin sage ich einfach mal Dankeschön, Erdo, Pia, Nils, recht herzlichen Dank, dass ihr überhaupt Zeit hattet, mal kurz zu sprechen. Ob wir mal hier vor laufender Kamera, weiß ich nicht, das wird sich herausstellen. Vielleicht 2021, wenn 25 Jahre Cobra 11 gelaufen, könnte man das vielleicht mal dran denken. Ihr entscheidet, ihr wisst, wo ich bin, ihr wisst, wie lange ich hier bin und wie gesagt, man kann auch am Wochenende kurz, wenn Interesse ist an Star Wars, wie gesagt, kann man sich hier die Figuren anschauen. Ich weiß nicht, ob, ich weiß gar nicht, wie der Sohn heißt. Müsst sie fragen, vielleicht wissen die ja, wie der heißt, dann begrüße ich ihn natürlich auch total recht herzlich, auch die Tochter, die etwas älter, die begrüße ich auch total recht herzlich beim Erdogan. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten jetzt schon und sind noch 12 Tage, dann ist Heiligabend. Aber wie gesagt, diesmal fällt das alles so ein bisschen merkwürdig. Ja, ich weiß, dass ich Feierabend habe, ich weiß das, dass ich Feierabend habe. Ich weiß noch nicht, wer da jetzt gecallt hat. Egal, meine lieben Freunde, ich freue mich total recht herzlich, dass es euch gibt, dass ihr, wie gesagt, selber Spaß an der Freude habt des Filmens, des Erstellens, die Geschichten erfindet, auch die Figuren erfindet. Die Semir ist ja auch eine Erfindung, wie er rüberkommt, wie er spielt. Pia, ich sage jetzt aus Sicherheitsgründen den Namen mit V nicht. Ja, also Pia, wie sie dann wohl spielt, wissen wir ja noch nicht. Na, ich will auch nicht spoilern oder so. Ich finde das alles super toll. Also wie gesagt, ich bedanke mich heute und Dankeschön, dass es euch so gibt. Und auch die, die es zufälligerweise sehen sollten, die Zuschauer, die es zufälligerweise sehen sollen, Kershi Show, der zwischendurch sich das anschaut, dann unseren Virtualisten, ich weiß nicht, ob er mich versteht, ist ein Bulgare, spricht also nicht viel Deutsch. Ja, ist halt so. Ja, also ich habe viele Star Wars Anhänger hier, ich habe viele Cobra 11 Anhänger hier, ich liebe die Sachen, ich trage sie auch selber unheimlich gern und ja, irgendwann stelle ich auch sicherlich
wenn die neue Serie kommt, 2020 eine Figur aus mit Cobra 11. Ziehe den tolle Sachen an, wenn ich die Sachen finden sollte. Aber die Puppe ist leider zu groß, weil ich ja meistens für Star Wars die Figuren da habe. Müsste ich extra eine 1,60 Meter Figur besorgen. Aber muss ja jetzt nicht sein, müsste ja auch extra die Konfiguration kaufen. Ich kleide die einfach ein, schreibe drauf hier Cobra 11, mache eine Pistole rum und dann stimmt wieder die Autobahnpolizei. Muss ich aber gucken, ist nicht versprochen, war jetzt nur eine spontane Idee. So, Dankeschön, dass ihr diese Videos schaut. Danke, dass ihr, wie gesagt, dabei seid. Danke, dass überhaupt alle Interesse haben, Lust haben und wie gesagt, dass wir uns über diese Sachen unterhalten und Spaß haben und wie gesagt, es auch toll finden. Also noch einmal Maya, Anita, ihr habt so tolle Performance drauf. Ich sehe jetzt schon den Erdogan wieder das Konfetti aus der Tastatur herauszuholen. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, wenn ihr Sachen verschenkt, ist in Ordnung. Die Sachen, die ihr verschenkt, die sind super in Ordnung. Man muss nur nachher sehr stark aufräumen. Aber egal, Konfetti, hello, es passt zu Weihnachten und Silvester. So, Pia, wie gesagt, ist herzlich willkommen im Kreis. Und alle Neuen, absolut Neuen, wir müssen ja schweigen. Wir dürfen ja nichts sagen. Ihr natürlich auch. Ich lasse mich überraschen, 2020. Auch die Sache da, wo die Feuerwehr im Einsatz war, alles löschen musste. Auch super. Und ich finde die Slapsticks, ich finde die Trailer, ich finde diese Handy-Clips finde ich super. Frag mich mal. Ne? Frag mich mal, ob es mir nicht gut geht. Ja, nee. Es geht mir nicht gut, nein. Also ich finde es schon stark, dieses Slapstick, die ihr zwischendurch drauf habt. Ja, ja, das habe ich mir jetzt so ausgedacht und danke gesagt. Danke an Erdogan, danke an Nils, danke an Pia, danke an alle und an alle, auch den Regisseur und den Fahrer, Micha, ne, Michel. Das ist halt so, er hat immer noch den Pulli, den ich gerne haben will. Ach, herrlich, Cobra. Also meine lieben Freunde, vielleicht mache ich, wie gesagt, ein T-Shirt-Druck wieder auf, weil viele, ja, ich musste auch gerade, deswegen bin ich im Redefluss, weil hier ist Weihnachten. Es ist Weihnachten und ich musste vieles machen, auch die Sachen da, wo die Leute da auf Baumstämme und was weiß ich, mit ihrer Patsche da arbeiten, das richtige Papier, dann mache ich ihn da super toll, ne, weil viele gar nicht wissen, dass man das mit einem Laserdrucker machen muss und nicht mit einem Tintenstrahldrucker. Und so weiter, dann hilft man denen, dann macht man denen das und bei der Hektik kann schon mal sein, dass mehr rauskommt wie soll, dann freuen die sich auch, weil sie das natürlich für was anderes verwenden können, also roundabout, Weihnachten macht Spaß und ich war jetzt in dem Redefluss, weil ich gehört habe, dass Erdo auch ein Weihnachtsfan ist, so wie ich und alles irgendwie aufbaut und schön macht. Ich liebe Weihnachten. Diesmal leider muss ich das für mich persönlich machen, weil zu viele verstorben sind. Wir machen das halt nur für uns. Unsere Kinder werden auch älter. Die machen das später für sich und ihre Kinder. Und ist halt so. Also ich mache es halt diesmal für mich. Überwiegend mache ich es für meine Kunden hier. Das ist weihnachtlich. Ich mache es halt gerne. Und ich hoffe, euch hat jetzt dieser Videoclip auch gefallen. Ja, ich habe keine Zeit gehabt, leider so einen Adventkalender zu basteln, jeden Tag einen Clip. Das habe ich mal gemacht. Das war aber viel Arbeit. Und ich bin jetzt kein Star, ich werde auch kein Star. Deswegen gucken dann, wie gesagt, nur Eingefleischte. Auch für euch mache ich das. Ob das Arbeit ist oder nicht, mal klarstellen. Also wenn ihr zwei, drei oder vier nur zuschaut, ich baue euch Videoclips, das auch für euch Spaß macht. Nur gemerkt. Ne? Also so bin ich nun mal. So. Es ist reichlich Zeit vergangen, die Kühle kommt, weil alles aus ist, naht das, also ich verschwinde jetzt, gehe jetzt einkaufen. So, also wie gesagt, zum Schluss, weiß nicht, ob Anita oder Maya, also wenn ihr diesen Dell-Computer da habt, die Taste 12 festhalten, hochfahren und dann das Laufwerk aussuchen, manuell einlesen und dann fährt dieses Win, was drauf ist, hoch. Wenn was ist, reinkommen. Ich schaue mir das dann hier an, das kriegen wir schon gebacken. Okay, alles klar. Und an alle Kunden, ihr wisst, dass ich auf eurer Seite bin, an alle Fans von, ich bin auch auf eurer Seite.
Meiner einer denkt sich sicherlich was aus. Ich freue mich jetzt erstmal auf Star Wars. Heute in, jetzt muss ich nachher, 8 Tagen. Heute in 8 Tagen, nein, noch nimmer. 7 Tage. 6 Tage. 6. Boah, Wahnsinn. Heute in 6 Tagen ist Star Wars um 0 Uhr und 0 Uhr, also 0:00 geht es schon los. Ob ich die Mitternacht, weiß ich nicht. Ob ich um Mitternacht da reingehe, ich bin am anderen Tag so kaputt dann. Ich guck mal, ich werde vielleicht auch am Sonntag reingehen. Ja, Sonntag reingehen, gucken, reicht mir. Und dann gehe ich nochmal mit der Familie Ende des Jahres rein, in der 3D-Version und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ich freue mich jetzt erstmal auf Cobra 11 2020.